So, willkommen liebe Camperfreaks zu Folge 25. Heute Stadtmarathon Frankfurt. Und da muss der Messeturm. Ich hoffe, die Aufnahmen sind gut. Ich habe mir extra für euch das iPhone 14 Pro gekauft. Weil immer dabei und nicht immer die Kamera dabei. Deswegen, also da laufen jetzt die letzten ein. Wir haben jetzt neue Winterzeit. Jetzt kurz 14 Uhr oder so. Und ja, geht schon ein bisschen ab hier. Also, wie gesagt, Messeturm. Kennt ihr ja, da haben wir schon ein paar Mal gefilmt. Und da kommen jetzt ein paar noch rein. Geht bis zum Schluss, bis die Kinder rein. Auch an allen Nummer geht es weiter mit dem Stadtmarathon Frankfurt. Also, hier alles schön abgesperrt, aber mit dem Müllfahrzeug, habt ihr ja gerade gesehen. So, und erstmal hier kann man hier rüber die Autos kommen nennen, was ja eigentlich für sich manchmal auch ganz schön ist. Einmalige Sachen, klar. Gerd, komm, ja, hier jetzt kommt nur noch Richtung Westhalle für dich. Also hier kommen sie um die Kurve so und dann geht es weiter unter die Mainzer Landstraße. Ja, es ist schön groß. Und ja, da hinten sind auch die Banken. Oh, so. Die kommen gleich. Oh, hast ja, gleich geschafft. Ja. Die zwei. Da habe ich den Finger zeigt drauf. Deutsch. Tobias, du darfst genau lächeln. Du gesagt, gehst auf die letzten zwei. Von da. Mein Ober, du mal. Dann kommen wir rum. Hier rum. Und dann geht's. So, jetzt filme ich auch mal im Kinomodus. Ich filme jetzt mal im Kinomodus. Mit dem iPhone 14 Pro. Das ist die alte Ober. Jetzt bin ich auf dem Platz. Natürlich mit dem Bike. Da nochmal hier die mein Ober. Das ist aber nicht die Zielgerade. Und da nochmal Deutsche Bank Tower und die anderen hier. Hier übrigens im Main Tower, da oben, da mit der Antenne da oben, mit dem, ich zoome mal, dann seht ihr es besser. Oh, im Kinomodus kann ich da nicht zoomen, okay. Dafür ist aber der Kontrast besser, müsst ihr dann sagen und abstimmen, einfach mal in die Kommentare schreiben. Jedenfalls da oben gibt es eine Aussichtsplattform, da könnt ihr hin. Für einen günstigen Euro, ich glaube 6, 7 Euro kostet das pro Person, dann kann man alles sehen. Da vorne ist die Fressgasse, da ist die Fressgasse und da ist die Goethestraße. Goethestraße hatte ich schon mal erwähnt, da geht ihr hin, ja. Wenn ihr Luxuslebens mögt und die Fressgasse hier ist so die Straße, wo alles so stattfindet, wo das Leben tobt halt, wo es Restaurants, Feinschmecker, Feinkostenläden, Tesla ist übrigens da auch ansässig und McDonalds hat es mittlerweile auch geschafft, seit 5 Jahren dort ansässig zu werden. Ja, also weiter geht's. Alte Oma, wie gesagt, die wahren Schöne. Am Sonntag, alles voll hier, am Fuße des Doms, jetzt fahren wir mal rüber, da drüben, ja, das Dom, aber von der anderen Seite zum Römer, besser gesagt, ja, cool. So, am Römer angekommen jetzt, ja, wieder voller Touristen, ist ja klar, wir haben Sonntag, Marathon, aber hier ist es am Wochenende immer sehr, sehr voll. Ein bisschen aufpassen, dass ich hier keinen über den Haufen fahre. Da ist der Römer immer noch im Kinomodus. Also wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie die Aufnahmen so sind, weil so ein iPhone 14 Pro ist ja nicht günstig. Da wird irgendwas aufgeführt, keine Ahnung. Ich sehe es so, das ist ein Nisch. Also, Römer. Dann sage ich mal. So, wir haben am Lieblingsplatz angekommen. Ja, ihr seht, volle Hütte. Ich kann nicht zoomen, leider im Kinomodus. Deswegen, ja, muss er damit vorlieb nehmen. Jetzt fahre ich jetzt hier über die Brücke. Da die Brücke. Rüber auf die andere Mainseite, Sachsenhäusener Seite. Und dann fahre ich dahin. Genau.
So, liebe Camperfreaks, das soll es auch jetzt heute gewesen sein. Es war ein kurzes Video, aber ich hoffe, für euch hattet ihr einen kleinen Einblick, was den Stadtmarathon Frankfurt betrifft. Der ist so gut wie zu Ende jetzt, geht auch die Sonne unter. Wir haben ja jetzt auch auf Winterzeit umgestellt, also von daher war auch eigentlich viel los heute. Und ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ganz wichtig, kommentiert bitte, wie euch die Aufnahmen gefallen. Und natürlich auch der Ton, super wichtig, weil heute habe ich gar nichts um, kein Mikro, kein nichts. Wäre einfach wichtig für mich, ob wir das iPhone 14 Pro auch in Zukunft dafür nutzen können, weil dann können wir uns das ganze Kamera-Equipment gedöns einfach, können wir es einfach sein lassen. Dann haben wir immer das iPhone 14 Pro dabei und wenn euch die Qualität reicht, beziehungsweise der Ton ist noch wichtiger als ja, die Bildqualität. Wäre einfach klasse, wenn ihr uns da mal einen Kommentar lasst. Aber ich natürlich, schaue ich jetzt auch gleich, wenn ich hier das Video schneide, zusammenschneide, schaue ich mir das auch an. Also ich habe auch noch ein Wörtchen mitzureden, aber lasst uns einfach mal da mal eine Info von euch, okay? Also haut rein, liebe Camperfreaks, wir sehen uns. Und, ach so, große Ankündigung, wir haben jetzt einen Kurztrip mit dem Günni und danach geht es über einen großen Teich. Bis dahin wollen wir es spannend halten für euch und schaut einfach rein, abonniert auch unseren Instagram-Kanal, ganz wichtig, camper.freaks. Und ja, schaut immer mal da mal rein und wir verraten noch nichts, aber ihr könnt gespannt sein, es wird richtig cool. Bis dann, haut rein.